Nudia-Muletta. Heute bin ich aufgestanden und hatte richtig Bock auf eine fette Kalorienbombe. Ja, gelegentlich habe ich das auch mal. Und dann habe ich so hin und her überlegt, lieber was Süßes, lieber was Salziges. Und heute definitiv was Salziges. Und ja, ich sag mal so, heute verschlägt es uns mal wieder nach Sizilien, weil in Sizilien haben die einfach die besten Kalorienbomben überhaupt. Aber die hier ist auch noch gesund. Ja, gibt es also auch. Und ich gehe jetzt einkaufen und wir sehen uns wieder in der Küche. Bis gleich. Leute, ich habe hier schon mal ein bisschen Olivenöl in der Pfanne, habe das schon mal schön heiß werden lassen. Dann habe ich hier meine Zwiebel recht schön klein geschnitten. Ja, die muss also wirklich schön klein geschnitten sein, ansonsten ist das ein bisschen unangenehm hinterher, wenn das Ganze fertig ist. Die braten wir jetzt erstmal ganz leicht hier an. Oder man sagt ja anschwitzen heutzutage. Bevor die uns verbrennt, geben wir jetzt unsere passierten Tomaten dazu, ein ganzes Kilo. Als nächstes unsere Gewürze, die sind hier recht leicht gehalten, also ich sag mal, da kommt jetzt nicht irgendein Schnickschnack rein, das kommt eigentlich generell in der italienischen Küche eher selten rein. Ja, ich habe hier eine ganze Menge Salz, die da reinkommt. So, wie immer müsst ihr da gucken, wenn ihr salziger mögt, macht ihr mehr rein. Weniger salzig, weniger. Eine ganz, ganz große Menge Pfeffer. Da könnt ihr natürlich auch den nicht frisch gemahlenen nehmen. Ja, das könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch noch zum Beispiel gut Knoblauch in die Suppe packen. In die Soße packen. Ich mache jetzt nicht rein. So. Das dürfte reichen. Und was natürlich generell nicht fehlen darf, wenn wir mit Tomaten arbeiten, das weiß man nun mal heutzutage, glaube ich auch. Ich glaube, das weiß jetzt ziemlich jeder, ist Zucker. Ah, da muss ein ganzes bisschen Zucker rein. Dann stelle ich meine Flamme wieder ein bisschen höher. Rühre das Ganze nochmal schön durch. Und das Ganze muss jetzt 45 Minuten ungefähr, 45 Minuten lang durchköcheln, bis das so ein bisschen einreduziert ist. Dann kommt hinterher unser gezupfter Basilikum da rein. Aber erst, wenn ich die Flamme wirklich ausgeschaltet habe, wenn die Soße fertig ist. Und während die Soße hier schön vor sich hin brutzelt, machen wir uns schon mal an den Rest der Zutaten. Jetzt können wir uns an unsere Auberginen begeben. Ich habe hier ein gutes Kilo ungefähr, was wir folgendermaßen zubereiten werden oder beziehungsweise vorbereiten werden. Wir schneiden natürlich erstmal die Enden ab. Und dann müssen wir das Ganze in Scheiben schneiden. Relativ dünne Scheiben schneiden. Daran bin ich jetzt persönlich überhaupt nicht gut. Wenn ihr einen Hobel habt, macht das mit dem Hobel. Ansonsten, ja, müssen wir das jetzt irgendwie hinbekommen. Ich fange mal an. So, was wir jetzt brauchen, ist folgendes. Grobkörniges Meersalz. Ihr könnt auch feineres nehmen, dann müsst ihr einfach ein bisschen weniger drauf packen. Wir müssen nämlich jetzt das Ganze hier in einem ganz normalen handelsüblichen Nudelsieb, so heißt das Ganze, schichten, damit uns das Ganze wasserflöten geht. Also, und zwar machen wir das hier so, ich lege jetzt hier mal drei rein, müsst ihr gucken, wie groß euer Sieb ist. Ich mache jetzt hier mal so drei rein.
Dann kommt da ein bisschen Meersalz drauf. So. Dann kommt die nächste Schicht drauf. Das muss auch nicht, wer weiß, wie akkurat sein. Also da müsst ihr nicht so drauf achten. Einige meiner Scheiben sind jetzt recht dick geworden, das macht aber nichts. Das ist halt Handarbeit. Ich lasse die Enden jetzt erstmal weg, weil wir die ehrlich gesagt auch gar nicht so gerne mögen. Ihr könnt die natürlich mit reinpacken, ich persönlich mache es eigentlich nicht so gerne, weil die doch sehr ledrig sind mit der Pelle. Ihr könnt das Ganze natürlich auch komplett schälen. Also wenn ihr sagt, Auberginen sind generell nicht so mein Ding oder die Pelle ist nicht mein Ding, könnt ihr das Ganze auch schälen. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch beschweren. Ich persönlich mache das entweder mit einer großen Schüssel oder beziehungsweise eine Schüssel, die da einfach reinpasst, oder mit einem kleinen Teller, ist völlig wurscht, wie das macht. Eine packt ihr einfach da drauf, packt dann Wasser rein oder wenn ihr irgendein anderes Gewicht habt, packt ihr einfach ein anderes Gewicht drauf und dann bleibt das Ganze erstmal so eine gute halbe Stunde stehen, bis auch unser Sud fertig ist, den wir vorhin aufgesetzt haben, und danach machen wir weiter. Unsere Auberginen haben jetzt schon eine ganze Menge Wasser gelassen, wie man hier sehr schön sehen kann. Die sind sehr latschig geworden. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen die einmal ganz kurz unter kaltes Wasser halten, damit wir das ganze Salz abspülen, weil ansonsten könnt ihr euch gleich eine Pipeline ans Sofa legen. Hier schon mal mein Fett heiß werden lassen. Das ist ganz normales Frittierfett. Jetzt wird jede der einzelnen Scheiben kurz von jeder Seite drin angebraten, danach auf den Küchenkrepp gelegt, damit das nicht zu fettig wird. Und weil das jetzt sehr, sehr laut werden wird, gibt es Musik für euch. Nun geht's ans Schichten. Meine Alt-Oma-Form kennt ihr ja schon, da müsst ihr euch nicht dran stören. Die butter ich jetzt auch nicht aus oder da kommt sonst auch nichts weiter rein, weil wir haben ja hier schon unsere frittierten Teilchen und das ist schon ölig genug. Ja, wenn die so ein bisschen runtergekühlt sind, können wir nämlich anfangen, das Ganze schön aufzuschichten. Im Prinzip wie eine Lasagne oder eine Tiramisu. Irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, schichten wir sehr viel in Italien. Ja, wir fangen einfach mal an. Hier unten kommt erstmal eine ganz kleine Schicht mit unserer Soße drauf. So. Dann nehmen wir uns unsere erste Schicht Auberginen. Ja, erst denkt man so, Gott, ein Kilo Auberginen ist ja tierisch viel, aber sieht man am Ende, bleibt da nicht unbedingt viel von über. So, dann kommt ein bisschen Parmesan drauf. Ihr könnt auch anderen Streukäse nehmen, aber sollte schon was sein, was nicht würzig ist, sag ich mal.
weil die Auberginen selber schmecken ja nicht wirklich nach so viel. Na, also. Dann haben wir hier ein bisschen von unserem Mozzarella. Da könnt ihr auch gucken, was ihr nehmt. Also ob ihr ganz normalen Kuhmilch-Mozzarella nehmt oder Büffel. Büffel kostet natürlich wesentlich mehr. Ich glaube, es gibt auch Schafsmilch, aber den finde ich persönlich jetzt auch nicht so toll. Dann kommt wieder natürlich eine Schicht mit unserer Tomatensauce drauf. Ja, die gebt ihr jetzt so ein bisschen in Klecksen da drauf, weil erstmal verteilt sie sich gleich sowieso im Ofen. Und zweitens brauchen wir wirklich nur unten so eine ganz normale, also so eine ganz einheitliche Schicht, damit uns das Ganze nicht anbackt. So. Wieder Auberginen. Und so geht das Ganze jetzt, bis wir alles verarbeitet haben. So, jetzt geht das Ganze bei 200 Grad für 40 bis 50 Minuten in den Ofen. Das kommt so ein bisschen natürlich auf den Ofen drauf an. Meiner funktioniert mal mehr oder weniger. Müsst ihr gucken. Ja, und wenn das Teilchen hier gleich schön durch ist und braun ist, ja, dann sehen wir uns nochmal wieder. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem das Rezept natürlich und ihr habt Bock bekommen, das nachzumachen. Ihr könnt das Gemüse auch super austauschen mit Zucchini oder was auch immer ihr gerne mögt. Ihr könnt es auch versuchen zu grillen. Ich habe es mal gemacht, es kommt nicht so wirklich gut. Ja, aber jedem das seine. Und ansonsten, ja, Fragen, Kommentare, Likes, was auch immer hier unten rein, das wisst ihr ganz genau. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, eure Diavoletta in Cucina. Bis dann, meine Lieben.